Wellen montieren, Autos tragen. Das ein oder andere fällt uns vielleicht noch ein. Alles, was man da draußen machen muss. Es ist wieder soweit. Special Guest at Brabus. Ich bin total happy, dass ein ganz besonderer Mensch hier ist, nämlich Aaron ist da. Und Aaron macht heute bei uns Praktikum. Ich freue mich sehr, weil wir mussten ja zweimal schieben. Einmal hatte ich Corona, da musste ich super viel schieben und dann irgendwie war bei euch was los. Und dann komme ich heute angefahren und natürlich denkt man, Tuning, ja, gibt's viele. Hier ist aber der Gerüst und dann sieht man schon von außen die ganzen Hallen und die teuren Autos. Und ich denke so, ich mit meinen zwei linken Händen soll heute anfassen. Ja, sagen wir mal so, wir haben rausgefunden, dass wir noch ein paar andere Tage gestalten könnten, wo du in verschiedenen Abteilungen noch arbeitest. Aber ich habe auch dem Alfons und Suthoff, unserem Werkstattleiter, gesagt, er soll dich richtig rannehmen. Und cool, soll, danke. Soll freu ich gucken, mich. Dass du ein paar schwierige, ne? Felgen montierst, bisschen montierst, bisschen demontierst. Cool, geil. Ein paar Faserteile, mal ein Turbolader, so verschiedene Dinge. Habe ich voll Bock und drauf. Ich habe gehört, das ist genau dein Ding. Ich habe zwei linke Hände und ich muss sagen, ich muss gestehen, du wirst mich hassen. Ja. Ich habe keine Ahnung von Autos. Motorräder liebe ich, Autos, vier Räder, Lenkrad. Dann wird es die linke Hände Edition. Aber bevor wir jetzt in die Werkstatt gehen, stelle ich dir erstmal deinen Chef vor. Hallo. Hallo, Aaron. Grüß freu dich. Dich. Aaron, hi. Herzlich willkommen, Alfons. Alfons. Und wir sehen uns später. Ich erzähle über deinen Tag. Super. Nimm ihn ordentlich ran, lass ihn machen, ne? Schleppen und bauen und machen und tun. Cool. Der Junge muss sich jetzt hier mal richtig beweisen. Ja. Und dann sehen wir uns später. Sehr gern. Tschüss. Okay, ich bin bereit zum Arbeiten. Gut, dann fangen wir an. 8 Uhr PS montieren wir mal. Der Michael, gleich wie du. Hallo Michael. Hi, hallo. Michael, ich kann leider deinen Job gleich verlierst, wenn ich dir helfe, aber hey. Ich glaube, ich komme. Bin ich zu erfahren. Wow. Wie ist der Aaron so? Ja, stellt sich schon gut an, muss man echt sagen. Für einen, der vom Turbolader keine Ahnung hat, ne? Der nicht weiß, was er da gerade ausgebaut hat, ne? So, wir machen die Carbonhaube, die kleben ja. Scheinfeder, Handschuhe ganz wichtig. Ja, bei Kleber, meine Mutter hat mir mal den Hartetech Bastelkleber verboten, dass du mir jetzt den gibst. Oh, das macht High Tim. Ja, so, gehen wir zur Einfachteilung. Hallo! Das sind die Felgen, Reifen, wollen wir die? Die Reifen haben wir vorne. Ah, guck mal, die Walzen an hier. Gerade dafür, dass er das erste Mal ein Rad aufgezogen hat. Also ich habe mich auch ganz schön schwer getan, die ersten Male. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Gina, danke schön. Gerne. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zur Sattlerei. Kannst ein bisschen nehmen. Gut, dann machen wir jetzt weiter, ich will jetzt nochmal anpacken. Dann. Ich finde das schon krass und das ist, also, nur, das ist nehmen. Und Aaron macht das dann Praktikum. Ja. Und du machst Chefsachen. Du machst dann Praktikum, ich bin raus. Was sind denn jetzt Chefsachen? Tetris. Ich gehe jetzt Tetris spielen und hab gleich noch Fußmassage. Ja. Das ist aber schon schwierig, man muss fertig werden, bevor du wieder ankommst. Kenne ich als Chef. Und da muss ich mich mit diesem nervigen Blogger nochmal treffen, mit diesem komischen YouTuber, diesem Aaron. Ja, ganz schlimm. Ja. Das war eine Wir haben Zeitdruck, okay, weiter. Also, später. Du musst jetzt den Fuß wieder unten drücken. Also das Gas wieder unten drücken, dass der Fuß hochgeht. Ja. Und dann lege ich dich drunter, genau, und lässt mal wieder ab. Also ich glaube, da war ich heute am schlechtesten. Thomas, was sagen wir dazu? Tapfer, sagen wir mal so, für das erste Mal war es gar nicht so schlecht gewesen. Tapfer heißt, gibt aber noch Verbesserungsmöglichkeiten, ja? Könnte man noch deutlich verbessern, aber er hat ja verstanden, worum es ging und beim nächsten Mal wird er garantiert besser machen. Sehr gut. Was würdest du ihm für eine Note geben jetzt? Ja, noch eine 5. Hallo zusammen. Hallo! Ich habe einen Praktikanten mitgebracht, Aaron. Ich möchte euch ein bisschen über die Schulter gucken. Ja, und anpacken. Anpacken. Weil ich bin handwerklich begabt. Kriege ich keinen Akkuschrauber? Nein. Warum nicht? Ja, mit
In der Sattlerei habe ich eine Bestnote bestanden. Eine 5. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Guck mal. Schau mal, mit Gefühl. Das war doch gefühlvoll. Lehrlinge sucht ihr immer, oder? Lehrlinge sucht man immer. Gut, ja. Gut, immer die Betonung auch. Gut, wir haben einige, aber ey, hör mir auf mit denen. Hast du ja auch gelernt? Ja. Was habt ihr denn jetzt eigentlich hier alles am Motoblock gemacht mit dem Aaron? Wir haben jetzt mit ihm im Prinzip nur die Zündspulen einmal aufgeschraubt, weil die als nächstes jetzt dran waren. Ist auf jeden Fall gut gewesen, er hat alles gemacht, so wie man es ihm erklärt hat. Er versteht, glaube ich, recht schnell und ich denke, als Auszubildender könnten wir gut was aus ihm machen. Die Abnahme. Abnahme, da haben wir natürlich einen riesen Abnahmezettel, aber bis wir den durch haben, ich glaube, ich mache mal gleich alleine weiter. Zwei Seiten, drei Seiten. Genau, man muss lesen. Aber wir können ja mal Abnahme durch. Guck mal, ich schreibe schon Schreib Chef einfach. Räder nachziehen, Laufrichtung prüfen, Reifengröße prüfen, nimm die richtigen Reifen drauf. Deswegen also, gibt es auch die Liste, alles durch. Luft ist drauf, kannst du abhaken. Ja, genau. Und wie war der Tag so? Habt ihr Aaron auch nicht durchgebalgt? Ordentlich, ja. Er hat einiges gelernt, glaube ich, ja? Aber es war auch sehr anstrengend für ihn, ja. Würde ich mal behaupten, muss ich jetzt mal selber fragen. Bin mal gespannt. Voll anstrengend. Boah, er ist ja so voll konzentriert, also, boah, auch so ein Rad draufziehen, boah, ich mach lieber YouTube. Du bist ja jetzt gar nicht gefahren. Ich bin nicht gefahren, Papi. Dann lass uns das doch bei einem anderen Termin noch machen. Okay, also ich krieg eine Praktikumsurkunde, ich war gut. Ich komme nochmal mit zwei Gewinnern vorbei, dann machen wir einen schönen Tag, fahren alle Autos, die es hier gibt, alle. Ja, ich würde sagen, machen wir einmal eine komplette Werksführung, laufen einmal durch, damit alle mit dem... Dann könnt ihr auch mal nähen. Wie viel? Zwei Personen? Zwei Personen mit Begleitperson. Ah, mit Begleitung, okay. Zwei Personen plus Begleitung, nach Bottrop, mit uns beiden, machen eine komplette Führung und dann fahren wir hier ein paar unserer besten Autos. Und dann gucken wir uns mal die Classics an, das sind ja voll viele Oldtimers. Für die du heute ja auch noch keine kleine Zeit hast, also es gibt noch ein bisschen was zu sehen. Und der erste Gewinner ist Julian Schimpf, Username Schrimpf. Und den rufen wir jetzt einfach mal an, den lieben Julian. Hallo! Hi! Julian! Jawohl! Hi, ist der Konstantin vom Brabus. Das freut mich sehr, dich zu sehen. Mich freut's auch. Hör mal, herzlichen Glückwunsch, du bist unser erster Gewinner. Der zweite Gewinner ist tatsächlich eine Gewinnerin. Und auch die liebe Marie Diem werde ich jetzt einfach mal anrufen. Ich bin gespannt, ob sie dran geht, weil sie eigentlich weiß, dass ich mich morgen melde. Schauen wir mal. Hallo, Marie, Konstantin von Brabus. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen bei unserem Gewinnspiel, was ich mit Aaron gemacht habe. Kurzer Herr Wilson, wir brauchen ein Sauerstoffzelt.